didn't even get to run. Hey Freunde, willkommen zum heutigen wunderschönen Test. Wir haben hier einen selbstgebauten Firmware-Batteriefächer, sozusagen einen 360-Grad-Verbund in eine Richtung, alle vier Himmelsrichtungen plus nach oben. Wir haben hier verbaut zweimal die Boosterblume, zweimal die Schwarze Witwe und einmal die Hypnotica von Blackbox. Die Inspiration habe ich mir davon geholt von Pyro Spezial, glaube ich. Ja, ich müsste noch mal gucken, ich glaube Pyro Special, Spezial, wenn du das siehst, schöne Grüße an dich. Wir hatten auch auf Instagram nochmal geschrieben, die Inspiration habe ich von ihm, aber natürlich hat Alter auch Pyroland 360 Grad Verbindung rausgebracht, das muss man an der Stelle auch sagen. Und ich habe auf jeden Fall zwei Verbünde gebastelt oder gebaut, verleitet. Sieht jetzt nicht so schön aus, aber es erfüllt seinen Zweck. Ich wollte halt nicht, dass irgendwas umkippt, deswegen nochmal extra Panzerband. Hier ist alles mit Acryl-Montagekleber und Heißkleber fixiert. Verleitet wurde mit, ich wollte gerade Stupine sagen, mit Tape-Mesh. Und ich hoffe, es klappt alles so, wie ich es mir vorstelle. Und wir werden das Endresultat natürlich gleich draußen sehen. Ja, also Freunde, wir sehen uns gleich draußen zum ersten eigenen 360-Grad-Verbund. Und wie gesagt, es folgt noch ein zweiter Verbund. Also, wer den zweiten nicht verpassen möchte, lasst ruhig ein Abo da, es kostet nichts. Und ich würde mich sehr freuen über einen Kommentar. Und dann sehen wir uns draußen zur Zündung. Bis gleich.